schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute bin ich, also für meinen heutigen Stolz, also ich bin ja über alle Gäste stolz, die dabei sind. Aber heute, ihr merkt, wie ich aufgeregt ich bin, ne? Aber heute bin ich wirklich sehr stolz, weil sie ist nicht nur einfach irgendein Gast, irgendeine Frau. Sie ist, würde ich mal sagen, die schönste, die ich jetzt in dieser ersten Staffel hier in meiner Show hatte. Sie wohnt in New York, jetzt aber gerade in der Schweiz und ist in der Schweiz das, was Heidi Klum bei uns ist. Sie ist die Chefin von Switzerland's Next Topmodel. Heute bei mir in der Sendung, Manuela Frei. Hallo Manuela. Hey Christian. Na, alles gut bei dir in der Schweiz? Hey, wirklich, ich bin so glücklich in der Schweiz zu sein, anstatt in New York. Das war echt crazy da drüben. Wie lange bist du denn jetzt schon zurück in der Schweiz? Wie lange warst du in New York? Ich lebe eigentlich in New York, in Chelsea. Und dann wollte ich eigentlich in New York bleiben, als das Ganze mit dem Corona anfing. Weil in Europa sagen die auch, ja, bleib in Amerika, das ist safer. Und jetzt haben wir, ne, New York ist fast am meisten, am stärksten betroffen worden. Ich bin dann 5 Wochen allein in meinem Apartment geblieben und wirklich niemanden gesehen, nicht rausgegangen, nix. Nur alles immer nach Hause bestellt. Und nach 5 Wochen, hey, also langweilig war es mir zwar nicht, aber ich war so einsam. Und dann wollte ich einfach nur noch zu meiner Familie und konnte dann auch noch zurückfliegen mit der Swiss Airline. Jetzt ist es ja so, so, du bist die Jurychefin, Switzerland Next Topmodel, lebst in New York, machst geile Jobs und lebst halt wirklich ein Leben, was sich viele Mädels natürlich wünschen. Wann fing das an bei dir? Wann kam der Wunsch bei dir auf, ich möchte ins Model-Business einsteigen? Ja, 7 Jahre alt oder 8, habe da schon Germany's Next Topmodel immer geschaut und ja, ich war so vor dem Fernsehen mit meiner Familie und habe so gesagt, oh Mami, ich will auch mal so Model werden oder so sein wie Heidi Klum. Und dann die so, ja, Manu, du bist aus Bruck, das ist aus der kleinen Schweiz. Du kannst es versuchen, aber mach lieber zuerst die Schule und all das, eine Ausbildung, so typisch schweizerisch. Und dann war ich 15 und habe von diesem Elite Model Contest gehört. Das ist so ein Model Contest. Und da wollte ich unbedingt mitmachen. Wieder zu meinen Eltern gegangen, Mami, darf ich jetzt? Und sie so, ja, sobald du die Schule offiziell beendet hast, darfst du mitmachen. Gut, habe ich mitgemacht und habe das gewonnen in der Schweiz. Das war 2012, da war ich 15, fast 16. Und dann musste ich ans Weltfinale gehen, wurde Dritte und dann sofort nach New York gezogen. Also die Scouts haben mich dann direkt nach New York eingeflogen und seit da, seit 2013, seit Anfang 2013 war ich in New York. Und war es leicht, dort Fuß zu fassen oder musstest du da relativ viel Rückschläge auch einstecken? Also es war, ich muss sagen, ich hatte echt Glück, weil zu diesem Zeitpunkt war mein Look mega gefragt. Ich war wirklich frisch gleich. Ich hatte den richtigen Support von all den Agenten und ich kannte gar nichts anderes. Klar wurde ich quasi wie ins Wasser reingeschmissen mit Englisch und alleine sein und Model Apartment und weg von meinen Eltern. Ich habe sie auch jeden Tag vermisst und geweint, aber ich hatte wirklich Glück in dem Sinn. Ich bin nach New York gezogen, hatte so Calvin Klein Exclusive, die Show bin ich gelaufen, danach jetzt Jill Sander, Yves Saint Laurent und ich dachte, es sei normal. Ich dachte so, ah cool, ja, da kommt man ein bisschen und so und kann sofort für all die großen Designer laufen. Und ich dachte am Anfang so, ja, das ist einfach normal. Ich bin jetzt einfach im Model-Business und darf für all diese Designer laufen. Calvin Klein, all die großen. Aber eigentlich ist es nicht normal. Ich hatte wirklich großes. Ich erkläre es immer, allen Mädchen erkläre ich es immer so, mein Look war zurzeit gefragt, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, hatte den richtigen Push und die richtigen Leute um mich und ich wollte es unbedingt. Und so erkläre ich, ja, dass ich halt in diesem Moment für all diese Designer laufen durfte. Genau, der Wille ist ja immer wirklich das Entscheidende, ne? Dass man dann auch wirklich dranbleibt und immer versucht und sich halt auch nicht von irgendwelchen Rückschlägen abbringen lässt von seinem Ziel. Nein, das darfst du nicht. Und wie war es dann so in New York für dich ganz alleine? Hast du dich schnell eingefunden in die Stadt?
Also, es war schon immer ein Traum für mich, mal nach New York zu gehen. Ich habe mir immer gesagt, als ich so eben so 19 Jahre alt war, in der Schule mussten wir unseren Traum den anderen mitteilen. Und dann habe ich damals schon gesagt, ja, ich will einfach mal so, wenn ich 30 Jahre alt bin und genügend Geld auf der Seite habe, möchte ich mal unbedingt nach New York gehen, so eine Woche, zwei. Und dann einfach mit 16 bin ich da hingezogen, ist krass. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal mit dem Taxi vom Flughafen über die Brooklyn Bridge gefahren bin, es war so, wow, bin ich jetzt am Träumen oder nicht? Und dann wurde ich empfangen von der Agentur, die haben mich dann in ein Model Apartment getan mit 10 anderen Mädchen und ich habe mich eigentlich wohl gefühlt und ich hatte keine Angst. Meine Mama, die hatte auch keine Angst, machte sich keine Sorgen um mich, weil sie wusste, sie kann mir vertrauen und ich mache keinen Blödsinn oder so. Aber ich habe wirklich jeden Tag, 2 Jahre lang, jeden Tag geweint, weil ich meine Eltern so vermisst habe und meinen Bruder. Ja, das ist ja ganz normal, glaube ich, ne? Wenn man dann auf einmal von jetzt auf gleich auch so komplett weit weg ist, dass man die dann vermisst, aber dann ist man ja, irgendwann ist man dann drin in seinem neuen Umfeld und so. Definitiv, definitiv. Ich meine, du gewöhnst dich an alles eigentlich recht schnell und ich bin einfach happy, durfte ich das erfahren. Und hast du denn auch früher, wie es hier in Deutschland ist, dass alle Mädels dann zu Heidi Klum hochgucken, war das auch so ein Vorbild für dich früher? Oder wen hast du früher immer so als dein Vorbild gesehen? Ich habe definitiv Heidi Klum immer als ein großes Vorbild gesehen, auch Naomi Campbell und Gisele Bündchen. Einfach die ganzen Topmodels von früher. Klar gibt es heute haben wir viel mehr Models als damals. Darum, für mich sind das wirklich Supermodels, wie Heidi und Naomi und so. Und heute gibt es irgendwie, keine Ahnung, wie viele Models. Jedes Jahr, jede Saison kommen wieder Tausende von neuen Models dazu. Aber nur wenige bleiben über die Jahre. Und ich meine, wenn ich wieder Fashion Week laufe manchmal, dann denke ich mir so, wow, ich kenne einfach niemanden. Und das ist schon krass. So, und jetzt bist du ja Switzerland's Next Topmodel, quasi da die Model-Mami, wie wir hier zur Heidi sagen. Wie kam es denn dazu eigentlich? Ja, also es war 2017, irgendwie im Herbst hatte ich einen Anruf von Matscherin, die sagte mir, hey, du, die wollen jetzt in der Schweiz auch so Topmodel machen. Und zuerst dachte ich mir, ach, das wird bestimmt irgendwas Trash. Eine Kopie, eine billige Kopie. Und dann meinte ich, das sind dieselben Produzenten wie Heidis Produzenten. Auch ProSieben und ja, einfach ein bisschen kleiner. Und dann dachte ich nur, ja, ich kann ja mal mit ihnen FaceTimen. Dann haben wir gefacetimed, wie du jetzt. Und ja, die waren mir von Anfang an mega sympathisch. Und dann dachte ich mir so, ja, wieso nicht? Ich meine, wer es nicht versucht, der kann auch nichts gewinnen, oder? Und es ist wirklich, also ich liebe die Show und es macht mir so Spaß. Und auch mit den Kandidaten bin ich immer in Verbindung und in Kontakt. Und ja, es ist wie eine Familie geworden. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt vor 2 Jahren beim großen ersten Finale von Switzerland's Next Topmodel. Wie unterscheidet sich denn die Show vom deutschen Topmodel? Also die Show ist einiges kleiner als Deutschland, aber die Schweiz ist natürlich auch einiges kleiner als Deutschland. Wir haben auch Jungs dabei, nicht nur Mädels. Und jetzt das erste Mal haben wir auch so 2 Teams gehabt. Im Team Puppies Love Day kennt ihr ja. Ja. Und dann Team Dandy Diary, das waren ja auch Deutsche. Eigentlich ein deutsches Team. Und nur ich in der Mitte als Schweizerin. Und dann letztes Jahr war es nur ich und meine rechte Hand, Zoe Pastel. Und darum, es ist schon ein bisschen anders als in Deutschland. Aber sonst auch... ja, die Shootings und all das, ich meine, du kannst das nicht alles neu erfinden. Das ist der Job, man muss laufen, man muss shooten können. Ja. Es ist einfach jedes Mal ein bisschen anders. Aber es ist
sieht einfach kleiner als Germany, aber ich finde es so familiär wahrscheinlich, weil eben alles kleiner ist. Das habe ich auch beim Finale so empfunden. Wir waren ja auch nicht in so einer großen Halle bei eurem Finale, wie wir es hier sind, sondern das war ja wirklich so eine kleine Event-Location mit 400 Leuten, glaube ich, oder wie viele da drin waren. Aber es war einfach 700. Und es war aber einfach total gemütlich und hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und die Mädels haben natürlich alles gegeben auch. Ja, sicher, Mädels, Jungs. Und es ist lustig, bei Germany's, ich habe ja das auch immer jahrelang geschaut, da gibt es so viele Zickereien. Und in der Schweiz, die Jungs und Mädels, die sind einfach so nett miteinander. Also tatsächlich, ja? Der Rest nicht. Das ist ja krass. Woran liegt das denn? Was glaubst du, woran das liegt? Ich glaube, Schweizer. Ihr seid halt so auf Harmonie, ne? Die Schweizer Harmonie. Ja, ich bin so harmoniesüchtig, Christian. Wirklich. Wann glaubst du, kannst du wieder nach Hause, nach New York? September, weil es ist wirklich, momentan ist es nicht lustig in New York. Ich habe Kontakt mit all meinen Freunden da, die sind alle zu Hause eingesperrt, sehen niemanden, Lockdown bis 7. Juni oder 17. Juni jetzt verschoben, das heißt nachher wahrscheinlich August, und bis die dann die Grenzen wieder öffnen und mit dem Visum und all das, also ich denke September, Oktober, ja. Das heißt, du machst jetzt einfach Urlaub zu Hause und genießt die Schweizer Berge und Seen. Ja, habe ich jetzt die letzten Wochen gemacht. Aber jetzt hat Deutschland und auch die Schweiz, ich habe schon wieder Optionen reinbekommen. Nächste Woche mache ich für Tommy Hilfiger so eine Show hier in der Schweiz, in Zürich. Also es fängt wieder langsam an hier in Europa. Das heißt, ich werde in Europa arbeiten. Großartig, das ist das Allerwichtigste. Und ich werde übermorgen arbeiten, denn da haben ja wir das große Finale am Donnerstagabend von Germany's Next Topmodel. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und Heidi ist ja nicht da, aber auf mich ist Verlass. Ich werde sie versuchen, da im Studio würdig zu vertreten. Ja. Und sie ist in L.A., oder? Genau, sie bleibt in L.A. und so wie ich es gelesen habe, wird sie zugeschaltet. Manuela, dann sage ich vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und dass wir dich jetzt hier heute nochmal kennenlernen durften und dass jetzt alle wissen, was es in der Schweiz noch für tolle, hübsche Topmodels gibt. Danke dir, so süß, wirklich, mega. War schön, mit dir zu quatschen, Christian. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder und ich wünsche dir noch einen restlichen schönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch und viel Spaß dann am Finale. Ja, also vielen Dank dir und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen, dann ist der Sascha Illich aus London mein Gast. Also, bis morgen. Tschüss zusammen.